Ich wurde vor vielen Jahren im persönlichen Umfeld mit Krebs konfrontiert. Und damals habe ich beschlossen, mich zu engagieren für die Prävention, weil Prävention ganz besonders bei Brustkrebs ist enorm wichtig. Bei jeder Tumorerkrankung ist es wichtig, dass der Tumor möglichst früh erkannt wird, weil er dann noch kleiner ist und besser behandelt werden kann. Das betrifft die Operation, betrifft aber auch die anderen Therapien wie Chemotherapie oder Strahlentherapie, die wir dazu brauchen, auch eventuell zusätzliche Tumorzellen, die irgendwo noch im Körper versteckt sind, zu behandeln. Und je kleiner die Tumorlast ist, desto besser kann sie behandelt werden. Ganz grundsätzlich haben Untersuchungen gezeigt, dass es nicht notwendig ist, dass die Frau monatlich ihre Brust selber abtastet. Bei ängstlichen Frauen oder auch Frauen, die schon erkrankt sind, macht es sicherlich Sinn. Es gibt diese Mammacare-Methode, bei der die Brust in Bahnen abgetastet wird. Auf der Stelle muss man erst mit leichtem Druck, mit festerem Druck und dann mit sehr festem Druck in Bahnen die ganze Brust abtasten. Und Frauen, die das gerne machen möchten, können sich an den Breastcare-Nurse in dem Brustzentrum wenden und bekommen dann eine genaue Anleitung. Und dort ist darauf zu achten, dass die Frauen, die noch Menstruation haben, immer eine Woche nach der Menstruation die Brust abtasten. Und Frauen, die keine Menstruation mehr haben, einen fixen Tag. Und ansonsten fassen die Frauen ihre Brust mehrmals am Tag an. Sie duschen sich, sie cremen die Brust ein, sie platzieren die Brust im BH. Das reicht eigentlich. Deshalb setzen wir heute vor allem auf die Mammographie. Das ist eben das Bruströntgen, womit man viele Brusttumorformen in einem Stadium erkennen kann, wo sie sehr gut behandelbar sind. Zusätzlich ergänzend gibt es noch die Brustultraschalluntersuchung, die zwar in diesen Screening-Programmen nicht enthalten ist, aber uns sehr viel mehr Auskunft auch noch geben kann über die Veränderungen in der Brust. Ich persönlich bin ein absoluter Anhänger der Mammographie, würde es auch begrüßen, es würde von den Krankenkassen übernommen. Für sehr viele Frauen ist das nämlich ein Hindernis, dass nicht alle Krankenkassen die Mammographie bezahlen. Aber Mammographie ist vielleicht die beste Methode einer Früherkennung von Brustkrebs. Mammographie-Screening funktioniert so, dass von staatlicher Stelle eine bestimmte Patientengruppe, und zwar im Patientenalter zwischen 50 und 70 Jahren, in zweijährigen Abständen zur Mammographie eingeladen werden. Damit kann man speziell in dieser Altersgruppe am meisten Brustkrebsformen im Frühstadium erkennen. Wenn eine Frau einen Knoten beobachtet, tastet oder auch eine Veränderung sieht, dann sollte sie ihn auf jeden Fall beobachten. Eine Frau, die noch Menstruation hat, kann gut bis zur nächsten Menstruation warten, ob der Knoten verschwindet oder sich verändert und dann auf jeden Fall sich an ihren Gynäkologen oder an Brustzentrum wenden. In einem zertifizierten Brustzentrum arbeiten die verschiedenen Fachpersonen zusammen. Das sind die Gynäkologen, die Pathologen, die Onkologen, die Radiotherapeuten und die plastischen Chirurgen. Und so hat eine Frau eine komplette Behandlungsversorgung. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass erfahrene Chirurgen, die täglich Brüste operieren, mehr Erfahrung haben, was sich auch auf das Resultat und auf die Sicherheit auszeigt.